Oh, ach, was für ein Tag. Ach, ich hab ganz gut geschlafen. Oh, guck mal hier, meine Liebschaft von letzter Nacht ist auch noch da. Ja, und damit herzlich willkommen zurück im Wäldchen. Wir spielen heute wieder das Wäldchen. Es heißt auf Deutsch das Wäldchen natürlich. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe schon wieder längere Zeit nicht gespielt. Jetzt natürlich wegen eines ausbleibenden Patches. Und da habe ich gerade in der letzten Folge noch gesagt, ich spiele erst wieder, wenn es einen Patch gibt. Und prompt gibt es einen Patch. Haben wir Hunger und so? Wir müssen uns erstmal natürlich verarzten. So, ich klaue mir mal ganz kurz alles zurecht, was es so gibt. Aber Health, naja doch, sieht gut aus. Okay. Ich sammle hier mal alles ein. Eine Portion zu essen. Die Taschenlampe kann man nicht mitnehmen, ne? Da ist eine fette Taschenlampe, die kann man mir nicht mitnehmen. Und ein geiles Telefon. Ein Handy wäre auch super, aber kriegen wir, glaube ich, nicht. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier fliegen schon die Viecher rum. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und jawohl, wir spielen jetzt mal ausnahmsweise mit Webcam. Einfach nur, weil ich ab sofort alle Spiele mit Webcam spiele. Und weil es so schön ist, spiele ich sogar die Webcam mit Webcam. Ja, war eine tolle Idee. So, Webcamception sozusagen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt hier gerade wieder abgestürzt. Ich weiß nicht genau, ist das nicht wieder am Strand hier? Was ist das denn? Geiles Licht auf jeden Fall. Wir haben da hinten ein geiles Zeltlager. Ich muss nur gucken, dass uns die Eingeborenen nicht gleich erwischen. Und sollte hier nicht noch, genau hier, die nehmen wir mal mit diesmal. Haben wir zweimal vergessen. Beim ersten Mal haben wir die mitgenommen, aber sonst immer vergessen. Koffer! Gewalt gegen Koffer! Und ich würde am liebsten erstmal weggehen. Weil wir wissen ja genau, wer hier gleich noch kommen wird. Oh, ein Karnickel, das schnappe ich mir. Wir können ja später hier alles aufsammeln. Hier ist noch so ein lebendes Gyros. Ja, B Survival Book, machen wir gleich. Wir spielen es ja nicht zum ersten Mal. Warum ich spiele? Der Grund ist einfach. Ich habe gestern noch gesagt, Speicherfunktion, Mimimi. Aber es wurde inzwischen nachgepatcht. Angeblich soll das mit dem Speichern jetzt wohl, zumindest wenn nicht funktionieren, dann besser funktionieren. Jetzt bleib doch mal stehen, Karnickel. Jetzt haut das Karnickel die ganze Zeit. Wieso haut das Karnickel die ganze Zeit ab? Ich tue dem noch nichts außer essen. Das bisschen gegessen werden, da müssen wir uns auch dran gewöhnen. Und ganz ehrlich, ich hau jetzt erstmal ab. Das ist mir zu riskant. Wir kommen später wieder. Ich weiß übrigens nicht, ob die Webcam sich lohnt bei diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die jetzt erstmal reingemacht, so, weil ich es lustig fand, mich hier auch mal mich erschrecken zu sehen. Ja, wir sind direkt am Strand. Ich habe es sofort wiedererkannt. Keiner von denen zu sehen. Und direkt am Strand ein Haus zu bauen, ist natürlich auch dämlich. Das machen wir natürlich nicht. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen. Das Karnickel haben wir jetzt nicht mitgenommen. Das ist ein bisschen doof. Oh, guck mal, Koffer. Wir müssen nur gucken, dass wir hier nicht erwischt werden. Oh. Da ist Geld. Da ist Alkohol. Den Alkohol, wir machen das diesmal. Ich hoffe, wir kriegen das diesmal hin, wirklich Mollys zu machen. Und ich würde wirklich gerne überleben und vor allen Dingen wirklich, ich würde wirklich, es haben ja einige gedacht, ich hätte jetzt irgendwie letzten Folge rumgehatet wegen der Speicherfunktion. Es ist nun mal so, ich glaube, das hat auch jemand geschrieben, eine Alpha-Version, eine der grundlegenden Funktionen ist es natürlich, ein Spiel zu speichern, es sei denn, das ist gar nicht gewollt, wie es wohl bei The Forest am Anfang geplant war, dass man nicht speichern kann. Es war geplant, nicht zu speichern oder nicht speichern zu können, damit es auch wirklich Survival bleibt. Und, ist niemand da. Komisch. Was soll ich sagen? Es ist natürlich auch Survival geblieben, aber ich glaube, das Spiel ist doch etwas oder geht etwas länger, als die Entwickler sich gedacht haben. Und jetzt wird natürlich nach einer Speicherfunktion geschrien und die ist natürlich in der Alpha-Funktion dann nicht vorhanden. Und dann ist es auf Dauer. Es macht privat Spaß. Aber im Let's Play ist es natürlich immer so ein bisschen frustrierend, wenn man wieder von vorne anfangen muss. Ich sehe, auch du bist gerade sehr begeistert. Momentan ist alles ruhig. Ich bin momentan tatsächlich noch begeistert. So, nehme ich mit. Denn wir brauchen Blätter, alle, die wir kriegen können. Stickies brauchen wir auch. Und es wurde auch viel gesagt von wegen, die... Hallo, wieso kann ich die nicht nehmen? Hallo?
So. Es wurde auch viel gesagt, von wegen die Eingeborene war eine Opfergabe und so weiter, die wir dann verprügelt haben. Aber sie hat mich tatsächlich einmal angegriffen. Opfergaben greifen nicht an. Es hieß, sie wäre wahrscheinlich eine Opfergabe, die mir dargebracht wurde, die vom Baum gesprungen ist übrigens. Erstens, Opfergaben springen nicht von Bäumen. Das machen sie meistens selten. Selbst wenn Prinzessinnen damals im Mittelalter die Drachen per Ninja-Move überrascht hätten, hätten die Drachen empfindlich reagiert und wahrscheinlich sofort die Rüstung angeschmissen. Und wir haben dann eben aus dem Affekt zugeschlagen, ist ja klar, aber die Dame hat auch zugeschlagen. Eingeborene mit dem neuesten Patch, da laufen sie, oh, 4 Stück sogar. Eingeborene sollen mit dem neuesten Patch nicht mehr im Wasser rumlaufen können. Sie kommen zwar ein Stück weit ins Wasser, gehen dann aber wohl wieder raus, ob das stimmt, weil, boah, es sind 5 Stück. Alter, 5 auf einmal. Mist, ich wollte mir eigentlich eine Map auf den rechten Bildschirm legen, damit ich weiß, wo ich ungefähr bin. Ausdrucken kann ich mir die hier leider gerade nicht. So, die laufen da rum, wir laufen hier rum, die rum da rum. Und ich guck mal eben, wo wir uns... Ich suche mal gerade nach einer geeigneten Stelle für ein Versteck. Ich würde gerne dahin, wo wir das große Haus angefangen hatten. Und zwar nicht am Baum, inzwischen weiß ich, große Bäume. Diese großen Bäume sind immer tatsächlich Opferstätten oder Kultstätten für die Eingeborenen. Das heißt, die kommen da immer hin. Und da greifen sie einen zwar nicht an, weil die Stätten heilig sind. Nicht direkt da, aber 2 Meter davor. Aber da ein Haus zu bauen ist... nicht klug. Ich glaube auch andere Let's Player haben das versucht, da ein Haus zu bauen und es ist nicht klug. Man fordert damit, glaube ich, eher so den Unwillen der Leute heraus. Und wenn man jetzt zu weit rausschwimmt, gibt es übrigens Haie mit dem neuen Patch. Ich würde es gerne demonstrieren, aber dann wäre ich tot. Ich bin sicher, wir kriegen das früh genug zu sehen. Ich habe jetzt irgendwie Lust, mich vom Hai fressen. Darüber schwimmen geht nicht, ne? Guck mal, hier fehlt irgendwie Wasser. Ist ja ganz komisch. So, ich schwimme da jetzt mal rüber. Mal gucken, ob uns ein Hai erwischt. Dann haben wir das zumindest hier in der Folge mal gezeigt. Ich glaube, wir können eh nicht darüber. Ich glaube, das ist noch Sperrgebiet. Während wir in der Alpha sind. Ich glaube, ja, Following. Ja, okay. Rückwärts schwimmen. Kennen wir alle, ne? Machen wir alle ganz gerne mal. Rückwärts schwimmen ist das Schönste von der Welt. So. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt hier sind, wo dieser große Berg ist, dann sind wir am anderen Ende der Karte. Wir sind also am ganz anderen Strand als da, wo ich gerne hin würde. Da, wo man das Safehouse bauen kann, da, wo auch das Eingeborenendorf ist, das Hauptdorf. Das erschwert uns jetzt die Reise ein bisschen. Oh. Wir haben noch keine Signalfackel. Ich weiß... Was ist denn hier los? Hier ist ein riesiger Bombenkrater und das Wasser schwimmt da heraus. Aha. Und das Wasser schwimmt hier den Berg hoch. Das hat Wasser so an sich. Wir sind hier auf einer mysteriösen Insel, ne? Also... Das kann passieren. Ich dachte gerade, da sitzt ein Dachs. So, ein Eingeborenendorf. Aber ich glaube, die haben bestimmt nichts von Interesse, außer blutigen Tischen. Okay, ich kretze mich hier gerade mal durch. Jetzt haben wir zumindest eine Flair gefunden. Hast du was gegen Flair oder was? Der macht geile Musik, ey. So, hier hätte ich gerne noch ein Reisemagazin mitgenommen. Oh, ist der neu? Ich glaube, den kenne ich noch gar nicht. Oh, der ist über... Ich glaube, der hat Zahnprobleme. Es kann sein, dass neue Effigies hinzugefügt wurden, wie die heißen, diese Abschreckungsdinger. Und wir brauchen dringend eine Hütte, verdammt. Ich weiß aber nicht, wo ich die hinbauen soll. Da hinten könnte gut sein. Wir sind dann zwar immer noch in der Nähe eines eingeborenen Dorfes, aber da hinten sieht es einigermaßen safe aus mit einem Berg im Rücken. Hey, das ist doch die Stelle, wo wir schon waren. Wir werden nie wieder zum Flugzeug kommen. Ich weiß es schon jetzt, wir werden vorher sterben. Da ist doch die Stelle, wo wir schon mal gebaut haben.
Ich dachte gerade, da wäre wieder was. Ja, wenn das so ist, entschuldige. Ich versuche jetzt öfter mehr zu laufen. Ich versuche jetzt öfter mal zu laufen. Das hält mich die Beine in Schwung. Außerdem geht es ein bisschen schneller und... So, ich muss mal ganz kurz gucken. Die liefen da oben links immer rum. Die hatten da hinten immer... Ich weiß nicht genau, ob die eingeborenen Dörfer auch random gesetzt sind. Das wäre natürlich cool, irgendwie. Dann kann man sich nämlich auf gar nichts mehr einstellen. So, wir waren... Wo hatten wir denn unser Camp? Das war hier hinter, ne? Hier hatten wir unser Camp. Geil, bauen wir doch mal. Passt mal auf, wie das hier geht. Shelter. Hunting Shelter. So. Bumpf. Bumpf, die Bumpf, die Bumpf. Jetzt brauchen wir noch ein Stein. Brauchen wir noch ein Steinchen irgendwie, wenn was durchs Bild fliegt. Jetzt ist wieder so dunkel geworden gerade. Steinchen haben wir. Das mit dem Loks, mit dem minus 1 Loks soll auch gefixt worden sein. Jetzt mach ich mal Folgendes. Das Problem ist, ich weiß, wir sollen die Bäume natürlich ums Lager möglichst wegschlagen, aber gerade am Anfang ist das Problem, dass die Eingeborenen sich auch für gefällte Baum, also für Baumstümpfe interessieren und das als unnatürlich achten und da in der Nähe dann investigieren. Und ich weiß, es war sehr schlau, das letzte Mal bei meinem Zaun noch, fliegt hier eine Fliege gerade? So, komm, puff die! So, ich kann 17 Baumstämme auf einmal nehmen, zwischen die Arschbacken klemmen. Da hat die wirklich jemand, als ich gesagt habe, ich kann 3 Baumstämme nehmen, 2 klemme ich mir die Arme ein zwischen die Arschbacken. Da hat dann wirklich jemand geschrieben, ich dachte, du wolltest 3 Baumstämme mitnehmen. Ist unfassbar manchmal. So, das Ding packe ich wieder zurück und dann schlachte ich gleich mal diesen Baum hier. Ich hoffe nur, dass es kein Fehler... Ich schlachte den noch nicht. Ich möchte nicht, dass wir mit dem Baumstumpf da Aufmerksamkeit erregen. Hier sind wir vielleicht doch einigermaßen in Sicherheit. Das können wir gerne später. Den hauen wir später gerne weg. Jetzt noch nicht. Halte ich für strategisch noch nicht sehr klug. So, ich gucke jetzt im Hintergrund die ganze Zeit... Low Energy. Ja, ja, dann... Ach, die Energy... Ach, die ist wirklich low. Okay, dann saufen wir mal ein. Ich halte jetzt immer Ausschau nach Eingeborenen. Momentan ist es noch relativ ruhig hier. Ich habe inzwischen auch viel gelesen über die Verhaltensweisen der Eingeborenen. Und zwar sind Frauen zum Beispiel aggressiver. Weichen aber auch schneller zurück, wenn einer von den Eingeborenen stirbt und so weiter. Das Problem ist nur, jetzt inzwischen wurde es geändert. Mit dem letzten Patch inzwischen, wenn die Frauen sehen, dass einer ihrer Kollegen oder einer ihrer Familien oder Tribe-Mitglieder stirbt, dann können die auch sehr ungehalten reagieren und ausflippen manchmal, vor Zorn einfach ausflippen. Was natürlich sehr beruhigend ist. Hey, hier war doch noch ein Baumstamm. Ach da. Komm, den schnappen wir uns eben, dann haben wir die Hütte schon mal fertig. So. Ein Feuerchen müssten wir eigentlich auch machen. So, aber das erste, was ich gerne machen würde, wäre natürlich, das mache ich jetzt mal. Ich gehe in den Main Index, ich versuche jetzt mal ein bisschen, jetzt haben wir rumgeeidelt die ganze Zeit. Custom Building. Nehmen wir mal Defensive Wall, ne? Basic Wall können wir auch machen. Warum ich keine Wall mit Door mache, ist ganz einfach. Weil ich immer das Gefühl habe, ich weiß nicht warum, ich habe immer das Gefühl, dass Eingeborene, die hier schon ihre eigenen Strukturen, ihre eigenen sozialen Strukturen und alles haben, dass die nicht zu blöd sind, eine Tür zu benutzen. So, verstehst du, was ich meine? Ich meine, das ist eine Tür, da ist ein Griff dran. Die machst du auf, da ist die Tür auf, gehst du durch. Eine Tür scheint mir nicht besonders schützenswert zu sein. Und ein Schloss haben wir, glaube ich, nicht dabei. Also, ich weiß es nicht genau. So, keine Eingeborenen. Okay, wir müssen uns auch bald Essen machen, wie ich gerade sehe. Hier kennen wir uns ja zum Glück ein bisschen aus. Wir wissen, wo es die Lizards gibt. Wir wissen, wo es die leckeren Häschen gibt. Na, du leckeres Häschen. So. Na komm. Hau ihn weg. Die Bäume fallen wirklich sehr langsam, ist aber normal bei der Größe. Ich habe nur lustigerweise immer noch Angst, dass ich so ein Ding auf den Kopf kriege. Ich weiß gar nicht, ob das gerechtfertigt ist.
So, den schnappen wir uns auch. Da unten rollt schon einer, da hinten ist auch noch einer. Ich laufe jetzt, wie gesagt, ich versuche mal mehr zu laufen jetzt, damit es nicht ganz so lange dauert, weil wir machen ja eh immer das Gleiche. Und ab irgendeinem Punkt ist es halt auch nur noch das Gleiche. Natürlich, wenn man immer wieder von neuem anfängt. Aber wie gesagt, ist eine Alpha-Version. Es ist ein bisschen frustig, dass es mit dem Speichern nicht klappt. Aber naja, es ist übrigens nicht mal klar. Ich muss vorwarnen, es ist nicht mal klar, ob es jetzt mit dem Speichern klappt. Die Entwickler sagten, es könne da immer noch Probleme geben. Steht in den Patch Notes. So, wir brauchen immer noch zwei Loks. Ich bin ja wohl der Lokvogel. Habe ich den Witz schon mal gebracht? Bestimmt. So, der ist ja auch nicht sonderlich originell. So, dann hau ich mal den Käse hier auch weg gerade. Ich hätte gerne eine Kettensäge. Übrigens auch gegen die Einwohner sehr hilfreich. Vielleicht ist hier irgendwo Benzin versteckt. Das könnte man aus... Boah, da war gerade ein Vogel. Und ich dachte gerade, da flitzt irgendwas Weißes lang. Es soll übrigens noch mit zu... Wo sind die Bomben? Was? So, das war's. Es soll mit zukünftigen Updates übrigens noch viel mehr Tiere hier geben. Übrigens auch böse Tiere. Momentan gibt es, ich weiß nicht, ob es nur die Mutanten gibt als Gegner oder auch andere Sachen. So, pass auf. Was ich jetzt mal mache, ist schon mal ein Lagerfeuer. Damit wir nachher nicht sterben. Und zwar ein Fire Pit. Soll auch gefixt worden sein, dass man... Also, man soll jetzt mehrfach im Feuer quasi und so. So, wenn ich das Lagerfeuer einfach hierhin mache... Dann kann ich ja, glaube ich, immer noch hier rumgehen, ne? So, und die fallen dann vielleicht darauf rein. 7 Steine. Immer noch keine Eingeborene. Das ist, aber haben wir letztes Mal, glaube ich, auch an genau der Stelle haben wir das gleiche gesagt, ne? Ich glaube, mich erinnern zu können. So, und wir bauen jetzt nochmal ganz kurz eine Basic Structure, und zwar... Ich baue diesmal eine Tür mit rein. Ich bin immer noch der Meinung, ich halte es immer noch für doof, eine Tür mit reinzubauen, wo Eingeborene durchgehen können. Hey, warum snappt denn das nicht mehr? Los, snapp doch da dran. Wieso snappt denn das nicht mehr? Snappity snap? Snappity snap snap? Ich dachte, das soll jetzt besser snappen. So, baue ich mal dahin. Keine Ahnung, ob das jetzt da dran klippt. Mit Snappen meine ich natürlich, das soll auch an die andere Wand klippen. So, wir brauchen erstmal Steine. Die sammeln wir uns erstmal. Es ist Nacht geworden. Ein Stein fehlt uns noch. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen Bammel, das wird... Mist, was? Can't carry any more raw fish? Was? Ich hab doch gar keinen raw fish. So, damit ist mit dem can't carry any more, da ist glaube ich auch noch irgendein Bug drin. So, aber wir spielen ja wie gesagt eine sehr frühe Alpha. Und manchmal ärgert man sich über Bugs, obwohl es eine Alpha ist. Das ist ganz normal, das ist menschliches Verhalten. So, das Ding steht. Wir haben noch nicht allzu viel Hunger. Ich traue mich mal noch einen Baum zu fällen gerade. Auch wenn es hier gerade sehr dunkel ist. Das Blöde ist, ich habe ja die Webcam hier ausgeleuchtet. Hier mein Gesicht quasi. Boah, ich sehe jetzt wirklich gar nichts mehr hier. Und deswegen die ganzen Lichter, die hier rumstehen, weil wir hier kein, weil man hier nicht so ein normales Licht hat, was man zu Hause hat. Hier gibt es nur anormales Licht. Hat man hier so drei Lampen ohne Schirm aufgestellt. Also ich hier in diesem Falle. Um sich einigermaßen ausleuchten zu können. So. Es gewittert. Ich sehe gar nichts. Der Baum fällt dahin. Zum Glück blinkt alles. Aber wenn jetzt Eingeborene kommen, sehe ich überhaupt nichts. Außer einen wunderschönen Mondschein. Und wir müssen tatsächlich bald essen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass gleich pling, pling.
So, das nächste Ding ist fertig. Dann können wir hier vielleicht ein Lagerfeuer zaubern. Ich hoffe, das geht. Ach, jetzt regnet es natürlich. Das ist natürlich kacke. Bei Regen kann man schlecht ein Lagerfeuer zaubern. Ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht geht's ja. Ich hau Blätter rein. Dann nehme ich mir hier den leckeren Lizard. Und haue ihn, huch, über das Feuer. So, und die nächsten mache ich dann da drum. Dann haben wir hier so ein kleines Fortress sozusagen. Und ich muss immer noch gucken, wie man Gemüse anbaut. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man Blumen sammeln kann. Ich habe gelesen, glaube mich erinnern zu können, dass ich gelesen habe, dass es eine besondere Blumensorte gibt, die man aufnehmen kann. Aber ob und wie und was und warum, welche das ist, weiß ich nicht. Es gibt hier immer diese Healing-Blumen, die kann man nehmen, aber die heilen einen sofort. Das bringt einem sonst gar nichts. So. Gegessen. Und ich würde sagen, ah hier, Sticky, nehmen wir mit. Gehen wir mal schlafen. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob wir bis zum nächsten Morgen durchschlafen dürfen. Ich glaube, wir durften. Es sieht auf jeden Fall schon wesentlich heller aus und ich sehe keine Eingeborenen. Huch. So, da ist die Sonne. Die scheint durch die Wolken, durch den Berg. Das ist eine... Naja, eine Infrarotsonne, keine Ahnung. Und ich würde sagen, dann bauen wir uns jetzt mal so ein Ding mit Tür. Ich weiß gar nicht, kommen die hier durch? Ich habe immer Angst, dass sie sich hier durchbacken können, aber offenbar nicht. Bei so einem Ding mit einer Tür kann man oben natürlich drüber klettern. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, sich da eine Tür zu bauen. Ich weiß es nicht. Ich würde lieber einen Durchgang lassen, wo ich die dann auch aktiv angreifen kann, wo aber nur einer durchpasst. Verstehst du? Das ist ja mein Plan. Das mit der Tür halte ich nur für eine gute Idee, wenn da auch ein Dach drüber ist. Und wir haben ja momentan, wir bauen uns ja kein Haus. Verstehst du? Nee, ein Dach können wir uns hier nicht bauen. Dafür fehlt uns der Dachverstand. Ah! So, jetzt können wir die hier schon mal weglötzen. Einfach nur, damit keine Eingeborenen hier auf die Bäume springen können. Den da vorne übrigens auch. Den da vor dem Zaun eigentlich schon noch am ehesten. Ich lasse den mal stehen, mal gucken, ob der wieder heilt. Ob der Selbstheilungskräfte besitzt. Dann holen wir uns erstmal diesen Baum hier. Damit locken wir die zwar an. Oder wenn hier mal welche vorbeikommen, locken wir die an. Aber naja, das ist glaube ich Wumpe. Ich frage mich, warum hier keine sind. Keine Eingeborenen. Ich glaube, das Dorf müsste noch oben auf dem Berg sein. Bums. So, rumsti bumsti, da sind noch zwei... Jetzt habe ich vergessen, was zu bauen. Okay, ich mache mal weiter in die Defensive Wall, so wie ich es vorhatte. Und, lasst mich mal machen, lasst mich doch auf meine Weise spielen, das wäre ganz lieb. So, denn ich glaube, wenn wir hier nur eine Tür reinbauen, dann müssen die auf jeden Fall drüber kommen. Ich meine, du kannst auch so ein... Die können auf Bäume klettern, wie geschwind. Das heißt, die können auch bestimmt auch über so ein Türding rüber, wenn da kein Dach drauf ist. Ist zumindest meine Vermutung. Deswegen baue ich hier doch so ein Ding hin und baue das hier zur Felswand zu. Und lasse nur einen kleinen, schmalen Spalt offen, damit wir da durchpassen. Und davor setze ich dann ein Feuer, damit die eventuell ins Feuer laufen. Achso, da unten waren ja noch Baumstämme. Ich finde es sehr praktisch, dass die Baumstämme sofort immer auseinanderspringen. Das sind Service hier quasi, die einem geboten wird im Wald. Haben wir da unten noch einen? Nee, ne? Nö. Da hinten haben wir noch... Ich glaube, ich wurde entdeckt. Der kommt einfach durch den Zaun durch. Der kommt einfach durch den Zaun durch, na klar. Bringt ja voll viel so einen Zaun, wenn er einfach durchlatschen kann.
Die kommen aber nicht. Die kommen ja einfach durch die Wand durch, natürlich. Natürlich kommen die einfach durch die Wand durch. Scheiße, oh oh. Scheiße, ich wollte gerade Folgenpause machen. Und auf einmal kommen die aus dem Nichts und die latschen hier einfach überall durch. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Und die sind im Angriffsmodus, ich check das schon. Die wollen mich angreifen, aber trauen sich noch nicht. Der Opa mit der Taschenlampe? Wieso sind die eigentlich immer so eingeölt? Die geilen Schweine. Keep the fire burning, keep the fire burning. Sind die noch da? Scheiße, ich dachte, der ersten Patrouille können wir schon ausweichen, aber leider. Okay, 47 Blätter haben wir noch, das reicht ja. Gott sei Dank haben wir ein paar gesammelt. Ich glaube, ich sehe da einen hinterm Balken. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, da durch diesen einen Schlitz sieht man noch, wie einer in... Wieder einer wartet. Ich wollte jetzt gerade drauf zeigen auf dem Bildschirm. Ist natürlich sinnlos. Ich glaube, da ist noch einer. Sind offenbar abgehauen. Ich glaube aber, die holen Verstärkung. Das heißt, wir müssen ganz schnell. So, und wenn die vor allen Dingen, wenn die jetzt da hinten durch die Wand kommen, dann müssen wir doch die Wand irgendwie verstärken. So, erstmal den Baum hier weg, dann hauen wir den anderen Baum auch weg. Brrrr. Oh. Xing. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen Bammel. Scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Okay, den Baum hauen wir auch noch weg. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße. Aber wenn wir den Baum weghauen, andererseits können die da auch hochspringen. Dann müssten wir eher zwei Lagerfeuer machen, als dass wir den Baum da stehen lassen. So, komm schon. Tja, dann kommen die wahrscheinlich bald mit Verstärkung wieder, wie es aussieht. Hui! Hui! Was für eine Physik-Engine! Noch ist niemand zu sehen, aber wenn sie gehen, dann holen sie Verstärkung. Hui, hier wird eine schöne Workbench. Man darf gespannt sein. Aber das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich kann wieder nicht so lange Abmod machen, weil wenn die uns auf dem Kieker haben, die kommen bald zurück. Ich glaube, ich habe gerade schon einen Schrei gehört. Ich will nicht. Naja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.